Hallo und herzlich willkommen zurück zu Geodebs. So, wir haben ein weiteres Würmchen gefunden in der letzten Aufnahme. Und ja, jetzt haben wir da oben noch eine Höhle. Wir haben soweit alle Upgrades durch. Ich nehme jetzt gerade mal hier ein bisschen was mit. Wir haben ja soweit alle Upgrades durch. Das heißt, eigentlich müssen wir nur wieder, ich vermute mal, eine Höhle finden. Wo wir wieder irgendwie ein Upgrade-Teil finden oder so. Dass wir die nächste Stufe erforschen können. Bisher haben wir nicht so viel gefunden. Also ein paar Pflanzen immer. Wir kriegen immer diese Forschungspunkte. Und wir haben sehr viele. Ich glaube, wir haben jetzt mittlerweile 2500 Forschungspunkte. Aber wir haben halt nichts zu forschen. Das ist das, was mich so ein bisschen stutzig macht. So, wir finden sehr viele Forschungspunkte. Aber wir haben ja gar nichts zu forschen. Wenn ich nichts zu forschen habe, brauche ich auch eigentlich keine Forschungspunkte. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist halt schon... Die haben wir so ein bisschen im Überschuss, würde ich behaupten. Aktuell. Wie gesagt, das kann sich auch noch ändern. Es kann sein, dass da richtig teure Forschung kommt. Aktuell liegt die Forschung, glaube ich, bei, wenn ich das richtig gesehen habe, standardmäßig bei 100. Ne? 100 Punkte. Ja, wir kriegen hier eigentlich für jeden Pups, den wir hier einscannen, kriegen wir 100 Punkte. Und wir scannen mehr ein, als dass wir Sachen forschen können. So, bevor wir nach Hause gehen, nehmen wir auf jeden Fall die Höhle da oben noch mit, wo auch immer die ist. Wir schauen mal. Allzu viele Höhlen dürften hier gar nicht mehr sein. Wir haben hier schon einiges an Höhlen erforscht. Also ich gehe mal davon aus, dass hier nicht mehr allzu viele Höhlen sind, sagen wir es mal so. Da oben ist sie. Ja, gerade in dem Gestein natürlich wieder, wo ich so schlecht rankomme. Aber es könnte dann auch die letzte Höhle sein. Wenn die hier in diesem harten Gestein verbaut ist. Dann könnte es wirklich die letzte sein, hier auf der Ebene. Es gibt eine weitere Ebene, das haben wir ja bereits gesehen. Also... Das seltsame Signal haben wir gefunden, aber das ist in diesem Gestein, wo wir doch nicht reinkommen, ne? So. Dann wollen wir mal. So, die kennen wir bereits, ja. Das ist jetzt nichts Neues für uns. Hier geht es ein wenig runter. Was haben wir hier? Das kann ich nicht scannen. Euch kann ich auch nicht einscannen. Warum eigentlich nicht? Ihr seid auch Gegenstände. Wieso die Pflanzen, aber euch nicht? Und hier haben wir eine abgestürzte Drohne und ich glaube, das ist das Teil, was ich gesucht habe. Ja, Bohrtechnik. Nice, wir kommen auf die nächste Ebene. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Sehr schön. So, mit der Drohne kann ich leider nicht viel anfangen. Nö. Wow. Schweben Dinger. Krass. Weißt, sowas hier hätte ich mir jetzt da bei dem Jet gedacht. Dass man sagt, okay, da ist da irgendwie das... Da geht's doch voll weit hoch oder so und dann ist der da so rein und abgestürzt und... Ja, aber irgendwie... Der Jet war einfach in einer abgeschlossenen Höhle. Quasi. Naja, naja. So. Dann wollen wir mal. Dann drehen wir mal um. Da gibt es sogar noch eine Höhle. Sieh an, sieh an. Da müssen wir auch noch hin. Was mit meinen Drohnen? Sind die alle zurückgekommen? Die sind alle zurückgekommen. Schicken wir die einfach nochmal los. Und wir stopfen uns noch ein bisschen Zeug in die Taschen. Nein, ich wollte eigentlich nicht aufstehen. Ich wollte eigentlich Zeug abbauen.
Hab nur wieder die falsche Taste gedrückt. Naja. So. Drei Stück passen noch. Ja, perfekt. Drei Stück, hä? So. Tasche ist voll. Ab nach Hause. Wo ist die Base? Sagen, kann ich mich jetzt doch durch das Dunkle schon durchgraben? Aber wir müssen eh nach Hause. Wir müssen einmal kurz nach Hause flitzen. Das Inventar leer machen. Und dann gucken wir mal kurz. Achso, ja, so rum. So rum war das. So. Einmal hier leer machen. Das Geowürmchen bringen wir mal kurz ins Terrarium. Wunderbar, jetzt sind sie schon zu viert unterwegs. Was habe ich denn da angepflanzt? Das sind ja ganz andere. Die wollte ich doch eigentlich gar nicht anpflanzen. Wir haben 27 und die bringen... ...31. Ja, dann bringen die halt nur 4. Aber ganz ehrlich. Was soll's, dafür kriegen wir davon aber richtig viele hier rein. Und die sehen eigentlich ganz cool aus, ne? Guck mal, 150. Wenn das nichts ist. Das heißt, wir haben es automatisch drin, ne? Ja. Gut, dann wollen wir hier nochmal kurz Zink einschmelzen. Und hier Wolfram. Dann baller ich den nochmal kurz hier voll. So. Und wir suchen die neue Ebene. Jetzt gehen wir auf die nächste Ebene. Auf geht's. So. Seltsames Signal. Das war da unten. Das müsste hier sein. Da müssten wir jetzt eigentlich reinkommen. Ja. Wunderbar. Sehr langsam, aber wir kommen rein, immerhin. Da bin ich gespannt. Dann bin ich gespannt. Und oben, da wird es jetzt... Oder halt noch tiefer, da wird es jetzt gleich so ultra schleppend vorangehen. Auf 600 Meter runter. Oh mein Gott. Unidentifiziert. Aber einiges, einiges Unidentifiziertes. Was haben wir denn da? Ganz viel unbekanntes Zeug. Gucken mal, dass wir gerade so viel wie wir finden können. An verschiedenen Sachen vielleicht mitnehmen können. Also ob das alles ist, was es hier gibt. Oder ob es da noch anderes Zeug gibt, was wir vielleicht auch mitnehmen können und scannen können. Dass wir hier gleich ein bisschen mehr forschen können. Aber es sieht gerade so ein bisschen aus, als wäre es das Einzige hier, oder?
Dann stopfe ich mir davon halt gleich die Taschen voll. Mit dem Zeug. Wirkt gerade so ein bisschen, als wäre es das Einzige. Jetzt gehen wir auch mal dahin und wenn da nichts ist, dann nehme ich das hier mit und dann gehen wir wieder zurück, oder? Jetzt dachte ich mir, dass ich da nicht durchkomme. Hier müsste vielleicht was sein. Nee. Sieht mir so aus, als wäre es alles dasselbe Material. Gut. Wir nehmen es mit, wir scannen es und dann gucken wir mal, was wir erforschen können. Was wir da Neues bekommen. Irgendwas wird es schon sein. Können wir gleich mal die Tasche voll machen damit, ne? Zieht sich jetzt halt ein bisschen, aber gut, wir gucken gleich mal. Ich bin gespannt, was wir kriegen. Ich bin gespannt. Ich hoffe, was richtig Cooles diesmal. Auf jeden Fall können wir dann wieder unseren Bohrer verbessern. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die wir da wahrscheinlich mal wieder machen können. Von daher vielleicht auch gar nicht schlecht, dass wir uns die Tasche jetzt schon mal hier mit vollstopfen. Dass wir schon mal dann einiges dabei haben. 4 Stück noch. Warum? Einer noch, komm. Einen holen wir noch. Da haben wir sogar direkt einen. Subi. Jetzt bin ich gespannt, was passiert, was wir kriegen. Was haben wir hier Schönes gefunden? Ah, ich muss ja wieder aussteigen. Was haben wir denn Schönes? Entladen. Sieht auf jeden Fall schon mal anders aus von der Struktur her. Jetzt können wir scannen. Mal die Biomasse gerade mal ein bisschen nachfüllen. Oh, ist schon fertig. So, was haben wir jetzt gekriegt? Aha. Oh, da können wir jetzt Sachen kombinieren. Nice. Ja gut, das dachte ich mir, ja, das machen wir gleich mal. Aber diese neue Raffinerie, wo wir Sachen kombinieren können, dann wird's interessant. Dann können wir vielleicht ein paar gute Sachen herstellen. Stahl, okay. So. Nächste Eisen, Kupfer, was machst du, lass mal Kupfer. Dann machen wir hinten den Stahl gerade. Geht nicht.
Da brauchen wir dann doch diese neue Raffinerie, wie es aussieht wahrscheinlich, ne? Schauen wir doch gerade mal. Ich habe einen Freeze, Moment. Das wäre die. Bau dir gerade mal da hin. Eine reicht ja erstmal. Da könnten wir jetzt Stahl herstellen. Ich könnte aus Eisen und dem, was ich gefunden habe, kann ich Stahl schmelzen. Aber mehr gibt es auch noch nicht. Das einzige Rezept, was wir gerade dafür haben. Das ist okay. Füll noch mal ein bisschen nach. Kann ich wieder ein bisschen was ernten? Na, noch nicht so ganz. Da warten wir noch. Okay, da kommt dann Stahl raus. Gut, das heißt, wir brauchen auf jeden Fall auch wieder mehr Eisen. Alles klar. Jo, dann geht's wieder zurück. Dann gehen wir wieder Eisen holen. Was sollen wir machen? Dann bringen wir jetzt erstmal ein bisschen Eisen ran hier. Da oben haben wir Eisen. Ganz viel Eisen. Ja, dann stopfen wir uns alles mit Eisen voll und bringen das wieder zurück, schmelzen das ein und ja, dann gehen wir auf die andere Ebene nochmal und holen von dem anderen Zeug wieder einen ganzen Haufen. So wird sich das jetzt ein bisschen ziehen. Jetzt wird es halt ein bisschen grindy gerade, aber so ist das Spielprinzip halt. Haben wir hier eigentlich noch Höhlen oder so? Nee. Höhle haben wir hier keine mehr. Okay. Also hier haben wir alles. Auf der anderen Ebene könnten wir noch die weitere Höhle suchen, auf jeden Fall. Ja, dann bin ich aber gespannt, wie es jetzt weitergeht, weil wir haben jetzt ja eigentlich nicht viel freigeschaltet. Ne? Also wir haben jetzt die bessere Raffinerie, oder was heißt die bessere, wir haben mal diese fortgeschrittene Raffinerie freigeschaltet, dass wir jetzt Stahl herstellen können. Ja, okay, das heißt, ich kann dann, wenn ich Stahl habe, kann ich halt meinen Bohrer wieder schön upgraden. Also das so viel, oh, meine Tasche ist schon voll, warum sagt denn keiner was? Ja, dann kann ich meinen Bohrer wieder schön upgraden, dass wir halt noch krasser sind, noch schneller sind. Was ich gut finde, was ja okay ist. Ja, aber ansonsten haben wir jetzt halt nichts bekommen. Muss ich da mal gucken. Na, muss ich da mal gucken. Da müsste eigentlich noch ein bisschen was gehen, finde ich. So, wir entladen einfach mal alles und machen wieder einen Haufen Stahl draus. Insofern das noch geht. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben. Zuerst muss ich sowieso erstmal Eisen draus machen. Sind wir noch fleißig am Produzieren? Kann ich schon ein bisschen was herstellen? Stärke? Ich könnte Stärke machen. Ich glaube, das machen wir, oder? Gehen wir direkt auf Stärke. Dass wir besser durchkommen, weil oben ist dann doch sehr, sehr hartes Gestein. Beziehungsweise unten, ich sage immer oben. Unten. Auf 600 Meter ist doch sehr hartes Gestein.
Ja, jetzt fehlt uns natürlich ein Haufen Stahl und ein bisschen Wolfram. Da fehlt mir Zink und Stahl. Für die Lagerung fehlt mir auch ein Haufen Stahl und Geschwindigkeit fehlt mir noch Zink. Also ich brauche wieder quasi von allem etwas. Ja, gut. Was machen wir da? Das Einzige, was wir machen können, wir holen es. Also wir brauchen Wolfram und Zink auf jeden Fall. Und dann brauchen wir von dem anderen Zeug wieder. Nein. Manchmal verdrehe ich hier so ein bisschen die Knöpfe. Sorry. Genau. Und dann können wir nämlich jetzt gerade, wenn wir hier schon sind, einfach mal nach der Höhle noch gucken. Und auf dem Weg dahin nehmen wir halt ein bisschen was mit. Verbinden wir das doch einfach miteinander. Dann haben wir wieder ein bisschen was zu tun. Ich glaube, so sollte ich das, glaube ich, auch vielleicht einfach die ganze Zeit machen. Immer so ein bisschen die Höhlenforschung mit dem Ressourcenfarmen verbinden. So haben wir ein bisschen in den Höhlen, wo uns eventuell was erwartet. Und zeitgleich kann ich ein paar Ressourcen sammeln. Weil ich glaube, wenn ich einfach jetzt stumpf eine ganze Folge lang nur losfahre und einfach nur Ressourcen hole, ich glaube, dann wird es ein bisschen öde. Und dann müsste ich mir relativ viel überlegen, was ich euch erzähle. Und ich weiß eigentlich gesagt, ehrlich gesagt nicht so wirklich, was ich euch erzählen soll. Ich könnte es. Ich wüsste nicht was. Ne? Ich kann euch erzählen, dass heute Samstag ist. Ich kann euch erzählen, dass ich, Nudeln mit Bolognese-Soße zum Mittag hatte, die Bolognese, die ich mir aus, nicht mit Fleisch, sondern mit Tofu gemacht habe. Ich finde es sehr, sehr lecker. Ja, was könnt ihr noch erzählen? Ich habe Kaffee getrunken heute schon, ich habe schon Energy Drinks getrunken heute. Boah, da gibt es nicht so viel. Ich war mal einkaufen heute im Laufe des Tages. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt sehen soll. Ja. Ich fühle jetzt nicht so das spannendste Leben. Eigentlich lebe ich so ziemlich zurückgezogen, ehrlich gesagt. Ja. Also ich mache meine Arbeit und ansonsten hocke ich eigentlich viel zu Hause. Und ja, mache das hier, was ich hier mache. Zocken. Zocken aufnehmen und Schwachsinn labern. Und gucken, dass ich euch irgendwie ein wenig unterhalte. Das ist mein Leben. So, wir sind in der Höhle angekommen. Siehst du, da habe ich euch mit spannenden Themen bis dorthin begleitet, hm? Oder haben wir direkt einen Freeze? Da sagst du dann sogar das Spiel, komm, halt's Maul. So. Was haben wir denn da? Was ist das denn? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das nehmen wir gleich mal mit. Plums. Ich wollte gerade sagen, so, oh, ich falle runter. Aber ich kann ja gar nicht runterfallen. Ich kann es ja gar nicht. Es geht nicht. Es ist nicht möglich. So. Den scannen wir mal ab. Ja, wieder Punkte gekriegt und mit denen ich nichts anfangen kann. Weil ich nichts zu forschen habe. Da unten ist doch aber auch Zeug. Da komme ich aber nicht hin. Aber das sind Sachen. Ich will da hin. Spiel, du darfst mir das nicht vor die Nase halten. Ja? Wieso dem Esel die Karotte vor die Nase halten, aber dann nicht hergeben? Das geht nicht. Das kannst du nicht machen, Spiel. Warum? Warum bist du so? Jo, ja, ja, okay, ich nehme alles zurück. Ich halte meine Klappe. Ich bin einfach ein Idiot. Da liegt's. So. Was haben wir denn hier Schönes? Gut. Was hast du zu erzählen?
Geh weg. Ja. Das höre ich oft, wenn ich auf der Straße unterwegs bin. Geh weg. Nein. Oh, aber wir sind eigentlich ziemlich gesamt 63%. Also wir sind gut weit, ne? Also wir haben über die Hälfte laut dem Ding. Ja, also wir haben hier auch immer diese Codes hier, ne? Wir haben hier immer diese Codes. Damit kann ich nichts machen. Nee. Okay, okay. Ja, also der Code ist wohl noch nicht entschlüsselt. Also wir haben da jetzt auch noch nicht so viel machen können. Mit dem Code. Aber wir sind auf einem guten Weg, ne? Also 63%. Wir sind auf einem guten Wege, würde ich sagen. Gibt's ja noch eine Höhle? Nö, gibt's nicht mehr. Fertig. Die Ebene ist abgegrast, meine Freunde. Die ist abgegrast. Da geht nichts mehr. Das heißt, wir machen uns auf den Rückweg. Beziehungsweise ich gucke, dass ich hier noch ein bisschen Wolfram mitnehme. Und danach gehen wir zurück. Dann holen wir hier nochmal eine Ladung Zink, würde ich behaupten. Und dann gehen wir auf die nächste Ebene. Und dann arbeiten wir uns da ein bisschen voran. So würde ich das jetzt einfach mal planen. So, ab nach Hause. Weißt du was, komm, ich habe gerade gar keinen Bock. Mach du mal. Ne? Für was habe ich denn den Autopiloten, wenn ich hier mal selber fahre? Ist ja fürchterlich. Ne? Man muss die Technik auch mal machen lassen. Plopp, da sind wir. Einmal entladen, bitte. So. Hohohoho. Der ist noch am Machen, am Schmelzen. Ja, Leco Mio, der schmelzt aber lange heute, du. Nächster. Schmelzen. Wolfram schmelzen. Wolfram schmelzen. Bei dir geht gerade nix. Den pumpen wir mal kurz voll. Dann gehen wir doch schnell ernten, komm. Wenn wir gerade da sind. Zack, 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 zack. Nehmen wir wieder alles mit. Was wir geerntet haben, haben wir. Dann kann das wieder fleißig nachwachsen. Wir sind eigentlich ganz gut aufgestellt mit der Biomasse jetzt. Würde ich behaupten. Also ich werde das natürlich noch weiter ausreizen. Ich werde den Raum schön vollknallen damit. Aber guck mal, jetzt sind wir bei 216 schon. Wir bräuchten halt noch mehr Speicher. Weißt du was, komm, wir bauen noch einen schnell. So sieht es so gut aus. Guck mal da so dazwischen ran. Da kann man da gucken. Da ist hier die Speicher. Fertig. Jetzt sind wir bei 100. Ja, das müsste ich halt irgendwie ein bisschen selber nachfüllen. Das wäre halt auch eine feine Sache. Macht's aber nicht. Mensch. Wenn ich auf die Technik verlässt, bist du verloren. Gut. Hol mal Zink. Kann ich den... Nee, ne? Das hätte ich schon aufgedrückt. Ich wollte gerade sagen, kann man den eventuell vielleicht auch auf die Ebenen einstellen, dass ich nicht immer zu der Ebene hinflitzen muss? Also selber halt hinfahren muss, sondern dass der das dann einfach für mich macht? Das wäre natürlich auch eine feine Sache. Ah, guck mal, wie viel Zink wir hier haben. Oh, das geht schnell. Das haben wir schnell gesammelt. So, da haben wir schon mal Zink. Bon. Wir bräuchten noch einen Bohrer am Hintern, ne? Einen Rückwärtsbohrer. Ein Hinterbohrer.
Das hört sich ganz schrecklich an. ja, ihr wisst, was ich meine. Bohrer am Arsch. Das macht's auch nicht besser. So. Scan-technisch. Haben wir hier irgendwas, was man scannen kann? Unidentifiziert. Haben wir hier noch was Unidentifiziertes, was wir scannen können? Aktuell nicht, glaube ich. Das Thema Deko wollte ich eigentlich auch mal angehen. Ne? Ich wollte mir so einen kleinen Raum einrichten. Das wollte ich eigentlich auch mal machen. Das können wir eigentlich auch mal irgendwann machen. Aber ich glaube, bis dann haben wir das Spiel durch. Ich ziehe hier gerade so durch irgendwie gefühlt. So. Ab nach Hause. Dann laden wir das auch nochmal schnell ab. Ja, und dann gehen wir schon wieder. Verzeihung, ich habe falschen Knopf gedrückt. So, man sollte den Finger von der F-Taste vielleicht auch wieder aufs D zurücklegen und nicht auf dem F lassen. Ja. Ansonsten könnte es natürlich sein, dass man wieder zurückgeht. So. Und hier muss ich immer noch aufstehen und nicht auf drücken. Ich lerne es doch einfach nie. Ich bin einfach zu doof. Mein Gehirn funktioniert nicht so schnell. So. Zink. Schmilzen. Entlädt er noch? Ja, der entlädt noch. Jetzt. So. Ich muss die Folge beenden. Eieiei. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann gucken wir mal, wie weit wir hier kommen. Wie gesagt, wir sind bei 63%, also das heißt, wir haben schon gut über die Hälfte. Bohrer-Technologie sind wir auf der Hälfte. Exakt auf der Hälfte. Forschung sind wir schon bei 73%. Ja, also ganz ehrlich, dann ist da das Bellixin echt gut gemeint gewesen. Ne? Also wir haben halt so viele Forschungspunkte, so viel Forschung kommt halt einfach nicht mehr. Gescannte Ressourcen sind wir halt auch bei 73%. Also da wird nicht mehr so viel kommen. Ich sag mal so, wenn die letzten zwei Dinger oder so nicht 1000 Forschungspunkte kosten, dann verstehe ich es nicht ganz. Da war es einfach ein bisschen sehr gut gemeint, aber ja, halb so schlimm. Was haben wir denn hier noch? Geowürmer 66%, Passobjekte freigeschaltet 66%, Loks 61%, Bohrertechnologie, Bohrer Upgrades bei 55%, Forschung, besuchte Höhlen 64%, gescannte Pflanzen 60%. Ja. Im Großen und Ganzen sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg. Ja. Also, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und ja, dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao.